Punkt, und das ist der Nummer 16. Beschluss des ersten Aktionsplans der Landeshauptstadt Dresden zur Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene. Wir würden einsteigen in die Diskussion. Diesmal beginnt Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Frau Kaspari. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Im Juni 2012 hat die Landeshauptstadt Dresden entschieden, zur Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern beizutreten. Wir Grünen unterstützten diesen Beitritt von Anfang an. Bei Gleichstellung geht es im Grunde einfach um Gerechtigkeit. Alle haben das Recht auf Teilhabe an allen Bereichen unseres Lebens. Ohne das funktioniert Demokratie nicht. Das ist das Ziel des Aktionsplanes zur Gleichstellung und das unterstützen wir Grünen auch. Dazu heißt es in der Europäischen Charta zur Gleichstellung in Artikel 10. Die Unterzeichnerin, der Unterzeichner anerkennt, dass Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen oder sozialen Herkunft, genetischer Merkmale, der Sprache, der Religion oder des Glaubens, politischer oder sonstiger Überzeugungen, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung verboten ist. Niemand soll diskriminiert werden. In einer Demokratie sollen alle mitgenommen werden. Aktuelle Daten aus dem Statistischen Bundesamt zeigen, dass es diese Gerechtigkeit noch nicht gibt. Denn für gleiche Teilhabe an der Gesellschaft sind gleiche finanzielle Grundlagen notwendig. Frauen verdienen aber im Durchschnitt weniger als Männer. In Ostdeutschland sind es 9% und die Tendenz steigt. Die Ursache ist der schlechtere Zugang von Frauen zu lukrativen Jobs und zu Vollzeitbeschäftigungen. Selbst bei vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien ist der Verdienstabstand von Männern und Frauen in Ostdeutschland immer noch 9%. In Sachsen stehen aktuell 8 Frauen 41 Männern gegenüber in Vorständen und Geschäftsführungen in sächsischen Unternehmen. In den Verwaltungs- bzw. Aufsichtsräten ist der Frauenanteil noch geringer. In Dresden arbeiten in der Amtsleitung der Verwaltung doppelt so viele Männer wie Frauen. Die AG Gender Mainstreaming unter Federführung der Gleichstellungsbeauftragten hat in den vergangenen 2 Jahren einen sehr umfangreichen Aktionsplan entwickelt. Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle danken. Um die Ziele der Charta zu verwirklichen, ist für uns Kooperationspartner der Aktionsplan handlungsleitend. Die ersten Weichen haben wir bereits gestellt. Bei der künftigen Besetzung von Führungspositionen in der Stadtverwaltung und in städtischen Unternehmen streben wir einen Frauenanteil von 50% an. Gleichstellung bedeutet auch gleichen Anteil an der Familienarbeit und Erwerbsarbeit. Aber in der Dresdner Verwaltung ist der Frauenanteil bei Teilzeitbeschäftigungen bei 86%, Tendenz steigend. Der Gleichstellungsaktionsplan arbeitet mit konkreten Maßnahmen, die verschiedene Bereiche betreffen, wie Verwaltung, Mobilität, Kultur, Sport, Bildung, Gesundheit, Kinderbetreuung, wirtschaftliche Entwicklung. Und die Umsetzung soll innerhalb von 2 Jahren erfolgen und regelmäßig sollen öffentliche Berichte dazu erstellt werden. Die Verantwortung und Zuständigkeit für die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen liegt in den einzelnen Geschäftsbereichen sowie in den Fachämtern der Verwaltung. Hier kommt es also auf die einzelnen Bürgermeister und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung an. Sie haben es in der Hand, die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen. Wir Grüne werden Sie dabei gerne unterstützen. Dresden kann mit der Umsetzung des Aktionsplans ein Zeichen setzen und der Gleichstellung der Geschlechter einen bedeutenden Stellenwert einräumen. Da die Kommune den Bürgerinnen am nächsten steht, ist sie am besten geeignet, die Fortdauer der Ungleichheit zu bekämpfen und eine wahre egalitäre Gesellschaft zu fördern. Denn Gleichstellung beginnt vor Ort. Wir Grünen unterstützen deshalb den heute vorliegenden Gleichstellungsaktionsplan. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Abinarius.
Meine Damen und Herren, auch die SPD unterstützt diesen sehr ambitionierten Plan. Wir hoffen, dass er in den nächsten 2 Jahren möglichst weitgehend verwirklicht werden kann. Das ist auch bitter notwendig, weil wir haben großen Nachholbedarf, den europäischen Vorgaben gerecht zu werden und nicht zuletzt dadurch auch dem Grundgesetz und der sächsischen Verfassung Rechnung zu tragen. Vielen Dank. Wird AfD das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Nein. CDU, Herr Dr. Brauns. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich will aus der Vorlage einmal zitieren: Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und der Abbau bestehender Benachteiligungen ist eine im Grundgesetz, Artikel 3, und der Sächsischen Verfassung, Artikel 8, verankerte kommunale Pflichtaufgabe, welche sich in § 64 der Sächsischen Gemeindeordnung, im Sächsischen Frauenförderungsgesetz vom 31. März 1994, in § 30 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden und durch den Stadtratsbeschluss zur Verankerung der Strategie Gender Mainstreaming vom 25. September 2003 widerspiegelt. Jetzt machen wir noch mal was. Haben wir bestellt, jetzt kriegen wir das. Wir werden uns enthalten. Warum werden wir uns enthalten? Weil es sich bei dieser 2-jährigen Laufzeit einfach angeboten hätte, zu sagen, nach diesen 2 Jahren ziehen wir Bilanz und dann machen wir es. Aber nein, der Ausschuss für allgemeine Verwaltung hat dann noch gesprochen, wir machen einen umfangreichen Bericht und nach einem Jahr und dann machen wir es alles. Meine Damen und Herren, ich will nicht verhehlen, wir haben aus der Verwaltung Mitarbeiter, die uns angerufen haben, ob wir völlig verrückt wären, jetzt auch noch mal sowas zu machen. Haben wir nicht andere Aufgaben, um im Interesse unsere Verwaltung zu bündeln, für unsere Bürger zu arbeiten? Und dafür habe ich sehr viel Verständnis. Im Ergebnis, wir haben es bestellt, jetzt ist das, wir kriegen das, was wir bestellt haben, aber wir sollten das so, was den Berichtsumfang angeht, eben auf kleiner Flamme halten. Dem ist die Mehrheit nicht gefolgt und deswegen enthalten wir uns. Danke. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, Frau Baku. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, hat ein großer Sohn unserer Stadt einmal geschrieben. In der Europäischen Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern sind gute und richtige Grundsätze festgeschrieben, die wir alle schon, es wurde bereits erwähnt, durch unser Grundgesetz verpflichtet sind. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dass heute noch immer gravierende Ungleichheiten bestehen, ist nicht zu übersehen. Die ganze deutsche Arbeitswelt fußt ja geradezu darauf, dass unbezahlte Hausarbeit, unterbezahlte Jobs, zum Beispiel im Pflege- und Erziehungsbereich oder überhaupt Arbeit im Niedriglohnsektor, zur übergroßen Mehrheit von Frauen verrichtet wird. Aber Erich Kästner hat ja recht. Grundsätze sind schön und gut, sie in die Tat umzusetzen, ist entscheidend. Bei den Haushaltsverhandlungen haben wir, Rot, Rot, Grün, Orange, daher das Budget der Gleichstellungsbeauftragten deutlich erhöht, um die Gleichstellungspolitik in Dresden voranzubringen. Heute haben wir nun den ersten Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Charta vorliegen. Andere Kommunen haben dazu übrigens schon längst gute Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel Heidelberg oder Frankfurt am Main. Es ist an der Zeit, dass sich auch Dresden in die Liste der engagierten Kommunen einreiht. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ein Aktionsplan, da kann ich ja gleich auf Sie eingehen, ist, wie der Name schon sagt, eben nicht eine Sammlung wohlklingender Vereinbarungen, die dann ganz schnell wieder in der Schublade verschwinden. Ein Aktionsplan ist eine Liste ganz konkreter gleichstellungspolitischer Maßnahmen, die mit ebenfalls ganz konkreten, überprüfbaren Maßnahmen und Indikatoren gekoppelt sind. Ein Handlungskonzept also, das es zu jeder Zeit ermöglicht, die erreichten Ziele zu überprüfen bzw. gegebenenfalls nachzusteuern. Zum Beispiel der Abbau von Geschlechterstereotypen. Nach wie vor sind Rollenzuschreibungen von Frauen und Männern deutlich ausgeprägt. Das zeigt sich in nahezu allen Lebensbereichen. Beispielsweise bei der Berufswahl von Frauen und Männern und in der Folge auch bei ihrem Gehaltszettel, es wurde schon erwähnt, in der Studienfach- und Ausbildungsplatzwahl junger Erwachsener und schließlich bei der Freizeitgestaltung von Kindern. Das Ergebnis dieser Rollenzuschreibungen kennen Sie alle. Frauen sind in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert. Und was die Führungspositionen in Dresden betrifft,
Da würde ich vorschlagen, richten Sie doch einfach mal einen Blick hinter mich. Alle beigeordneten Posten in Dresden sind von Männern besetzt. Aber da haben wir ja zum Glück im August die Möglichkeit, das zu ändern. Noch immer fallen uns sofort typische Frauen- und Männerberufe ein. Und das allein zeigt ja schon, wie notwendig es ist, hier die Rahmenbedingungen zu verändern. Denn von alleine ändert sich daran nichts. Die Politik muss hier handeln. Der Aktionsplan sieht hierfür eine Reihe von Maßnahmen vor. Zum Beispiel Angebote für Mädchen- und jungenspezifische Jugendarbeit mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche in dem zu fördern, was ihnen gefällt, unabhängig von ihrem Geschlecht. Denn letztlich werden durch stereotype Zuschreibungen Türen für Männer und Frauen verschlossen. Weitere Handlungsziele betreffen zum Beispiel die alleinerziehenden Eltern. Und das ist dringend notwendig. Und alleinerziehend sind zu über 90% Frauen. Alleinerziehend, das ist nach der Arbeitslosigkeit das größte Armutsrisiko in Deutschland und, wie der Armutsbericht, der kürzlich veröffentlicht wurde, auch in Dresden. Der Aktionsplan schlägt hier konkret vor, alleinerziehende Netzwerke wirksamer zu unterstützen und den Austausch von Best-Practice-Beispielen anderer Städte weiterzuentwickeln. Beides ist notwendig, aber hier sehen wir Linke für die kommenden Aktionspläne noch deutlichen Ergänzungsbedarf. In der Ausschusssitzung, es ist ja auch schon angesprochen worden, kam aus den Reihen der CDU der Änderungsvorschlag, die vorgesehenen regelmäßigen Berichte zu streichen. Die Absicht dahinter ist ja völlig klar. Damit soll nämlich aus dem Aktionsplan doch wieder nur ein Papier für die Schublade gemacht werden. Denn gerade die regelmäßigen Berichterstattungen zum Stand der Umsetzung, das ist ja der entscheidende Punkt dieses Plans. Daher müssen die Berichterstattungen unbedingt drinbleiben, damit aus dem Plan tatsächlich ein wirkungsmächtiges Instrument wird. Und bei der Gelegenheit, ich muss mich schon wundern, dass von der sonst auf Ökonomie fixierten CDU der Vorschlag kommt, die Bilanzprüfung zu streichen. Das ist doch eigentlich eine ihrer Lieblingsforderungen. Meine Damen und Herren, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Der vorliegende Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Charta für Gleichstellung ist mit der Ergänzung unter Punkt 4 ein wichtiges Instrument, um die Gleichstellung in Dresden voranzubringen. Aber es ist auch nur ein erster Schritt auf dem richtigen Weg und muss in Zukunft konsequent weiterentwickelt werden. Und vor allem, wie viel schon getan ist und was noch getan werden muss, das muss regelmäßig überprüft werden. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Barkow, wir haben in der ersten Führungsriege 100%, Frau in der zweiten dafür 0, aber im Sommer wollen wir das dann umdrehen. Wir kommen weitere Wortmeldungen, wenn das nicht, Herr Bauer, Entschuldigung. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Damen und Herren Stadträte, der sogenannte Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen wird von uns als NPD von ganzem Herzen aus tiefster Inbrunst und Überzeugung abgelehnt. Das möchte ich hier gleich zu Beginn zur Kenntnis geben. Ich habe das Gefühl und die vorhergehenden Reden bestärken mich darin, dass den wenigsten hier im Stadtrat überhaupt bewusst ist, was für weitreichende gesellschaftliche und soziale Folgen der fast schon wie im Wahn, das haben wir ja gerade hier eben bei meiner Vorrednerin erlebt, der fast schon wie im Wahn vorangetriebenen Umsetzung der Gender-Ideologie für die Menschen in unserem Land hat. Gender-Mainstreaming, meine Damen und Herren, und die daraus resultierende sogenannte Gleichstellungspolitik ist nichts anderes als ein völliger psychosozialer Nonsens, der nun in einem gigantischen Umerziehungsprogramm dem normalen, unbedarften Bürger übergeholfen werden soll. Und ich finde es ganz besonders perfide, dass in diesem Zusammenhang auf den Artikel 3 des Grundgesetzes verwiesen wird. Denn dort, und das können Sie gerne nachlesen, steht eben nichts von einer Gleichstellung, sondern dort steht drin Gleichberechtigung. Und das ist ein gravierender Unterschied, der hier einfach verwischt wird. Denn natürlich wollen auch wir als NPD, wie die allermeisten Menschen auch, dass die Männer und Frauen in diesem Land gleichberechtigt sind. Aber Gleichstellung im Sinne einer Gender-Ideologie bedeutet eben kein gleichberechtigtes
Miteinander von Mann und Frau, sondern sie bedeutet eine Deklarierung eines Menschenbildes, dem nicht mehr die natürlichen Geschlechter zugrunde liegen, sondern dem ein frei wählbares, beliebiges Geschlecht zugeordnet werden kann. Und ganz konkret heißt das, es wird davon ausgegangen, jetzt hören Sie zu, dass die biologisch bestimmte Rollenverteilung von Mann und Frau willkürlich und veränderbar ist und dass das soziale Geschlecht durch die Erziehung ausgebildet wird und sich vom biologischen Geschlecht unterscheiden kann, so die Gender-Ideologie. Meine Damen und Herren Stadträte, diese absurde Vorstellung widerspricht eklatant der anthropologischen Forschung und ist nichts anderes als sozialistischer, neomarxistischer Unsinn der 68er Generation, der längst genauso wie diese auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Und mit Blick in das bürgerliche Lager, wer hier noch unentschlossen ist, wie er heute abstimmen soll, dem empfehle ich einen Blick ins EU-Parlament nach Straßburg. Dort hatten in der vergangenen Woche immerhin 206 von 646 anwesenden Abgeordneten im Europaparlament den Mut, gegen den Gleichstellungsbericht der Europäischen Union zu stimmen, und zwar genau aus den Gründen, die ich hier gerade genannt habe. Und es gibt bei uns, ich weiß nicht, wer es von meinen Vorrednern vorhin gesagt hatte, dass wir das hier irgendwie ganz dringend jetzt umsetzen müssten, es gibt für uns als Stadt überhaupt keinen Grund, diese Gleichstellungscharta umzusetzen, denn es steht drin, dass es den Kommunen, also uns, überlassen ist, was wir davon für relevant halten, was wir davon umsetzen möchten und was wir nicht umsetzen möchten. Genau aus diesem Grund ist hier ein vorauseilender Gehorsam völlig fehl am Platze und überhaupt nicht notwendig. Und Sie werden diese Vorlage bestimmt gelesen haben, und in der Begründung sind eine ganze Reihe von Punkten angeführt, die beispielhaft dafür sind, wofür die Gleichstellungscharta überhaupt steht. Man muss angeblich die vielfältigen Diskriminierungen und Benachteiligungen bekämpfen. Es müssen, die Vorrednerin hat es gerade angesprochen, die sogenannten Geschlechterstereotypen müssen beseitigt werden, und die Geschlechterperspektive, auch das haben wir gelesen, ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und besonders Letzteres, also die Geschlechterperspektive, scheint ja hier ein strittiger Punkt zu sein. Denn offensichtlich geht einen die männliche und die weibliche Betrachtungsweise nicht weit genug. Und deswegen soll jetzt die sogenannte LSBTI-Sichtweise Berücksichtigung finden. Meine Damen und Herren, LSBTI bedeutet, dass die Sichtweise von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen eine Grundlage dafür sein soll, wie die Stadt Dresden künftig den Aktionsplan zur Gleichstellungscharta umzusetzen hat. Meine Damen und Herren, merkt hier eigentlich niemand, wie schräg und vollkommen absurd das ist und dass wir uns beim normalen Bürger auf der Straße absolut lächerlich machen als Stadtrat mit solchen Forderungen? Gehen Sie einfach mal auf die Straße und hören Sie sich mal um. Da hat überhaupt kein normaler Mensch Verständnis dafür, wenn im offiziellen Schriftverkehr diese sogenannte geschlechtergerechte Sprache verwendet wird mit einem Binnen-I oder mit einem Unterstrich. Die Leute lachen sich kaputt über Sie, meine Damen und Herren auf der linken Seite. Niemand kann das überhaupt verstehen, dass Männer bei der Einstellung jetzt benachteiligt werden sollen, weil irgendeine Frauenquote erfüllt werden soll. Und es hat erst recht keiner Verständnis dafür, dass man Frauen in die Feuerwehr steckt und Männer in die Kindergärten, um angebliche Rollenstereotypen aufzusprechen. Das ist krankhafter Umerziehungswahn gegen jede menschliche Vernunft. Und ich sage es nur einmal deutlich, die NPD lehnt diesen Blödsinn ab. Spätestens im letzten Absatz der Begründung wird er dann auch klar, wird die Katze aus dem Sack gelassen, wenn von einer Verflechtung von Gleichstellung, Integration und Inklusion gesprochen wird. Da wird ganz klar die Katze aus dem Sack gelassen. Hier soll eine neue Gesellschaftsordnung nach einem sozialistischen, neomarxistischen Muster gebastelt werden. Und da machen wir nicht mit, weil unser Land und die Menschen in unserem Land und hier in unserer Stadt diesen Blödsinn nicht verdient haben. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Frau Bobiso und dann Frau Pilischine. Sehr geehrte Herren Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt kein Vergnügen, nach meinem Vorredner zu sprechen, aber ich denke, es ist dringend notwendig. Und als studierte Pädagogin hätte ich jetzt den Versuch, zu Umerziehung und diversen anderen Worten, die ich gerade hier gehört habe, etwas zu sagen. Nein, ich werde es nicht tun, denn liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, schauen Sie einfach hier nach vorn, und es dürfte klar werden, warum dieser Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene dringend notwendig ist. Wenn ich nur eine Stelle aus dieser Charta zitieren darf, im Grundsatz 3 steht, dieser Charta ist die Stadt Dresden schon 2012 beigetreten. Die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen ist eine der Grundbedingungen einer demokratischen Gesellschaft. Das Recht auf die Gleichstellung von Frauen und Männern setzt voraus, dass Lokal- und Regionalbehörden alle entsprechenden Maßnahmen treffen.
und alle geeigneten Strategien anwenden, um die ausgewogene Vertretung und Mitwirkung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Entscheidungsfindung zu fördern. Der Blick nach hier vorn dürfte beweisen, dass die Stadt Dresden hier noch viel Aktion nötig hat. Zur grundsätzlichen Bedeutung dieses Aktionsplans ist mehr als genug gesagt worden, auch der Verweis auf die entsprechenden Rechtsnormen im Grundgesetz, in der sächsischen Verfassung und in den weiteren Rechtsnormen, die in der Vorlage stehen. Deshalb möchte ich noch einmal zu diesem zuletzt angesprochenen Punkt, dieser Punkt 4 in der Beschlussvorlage, sprechen. Artikel 1 unseres Grundgesetzes lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar und das deutsche Volk bekennt sich zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten. Die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen sind Menschenrechte. Am 29. September 2013 verlieh die Stadt Nürnberg zum 10. Mal den Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis. Die Preisträgerin war die ugandische Menschenrechtsaktivistin Kaja Jacqueline Nabagasera. Sie wurde für ihr langjähriges Engagement für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender ausgezeichnet. Und in ihrer Rede sagte sie: Menschenrechte sind keine Geschenke, die einer Gesellschaft gemacht werden. Man muss sie verstehen, dass es angeborene Rechte sind, die uns als Menschen grundlegend definieren. Erst einmal bin ich Mensch, dann bin ich Lesbe. Und das sollten die, die mich unterdrücken, nicht missverstehen. Meine Damen und Herren, der Kampf geht weiter. Denn das ist ein Menschenrechtsthema. Und wenn wir in unserer Gesellschaft und hier in Dresden Gleichstellung wollen und weniger Diskriminierung, dann müssen wir uns nicht nur mit Fragen beschäftigen von Ausgrenzung, von Diskriminierung, auch von Gewalterfahrungen, die im Verhältnis von heterosexuellen Männern und heterosexuellen Frauen stattfinden. Wir müssen uns auch damit beschäftigen, dass es Menschen gibt, die sich eben nicht dazwischen oder die sich dazwischen verorten, die sich nicht verorten auf der Seite heterosexueller Mann oder heterosexuelle Frau, die dann gern als Mannweiber, als Weicheier etc. beschimpft werden. Intersexualität, also das sogenannte dritte Geschlecht, oder Transgender, die Rollenwechsel, das hat mein Vorredner ja tatsächlich richtig gelesen, nur offensichtlich nicht verstanden. Es geht eben um Geschlechtsstereotypen, es geht um soziale Festlegung von Geschlechtern. Und wenn Sie so wollen, eine Jeanne d'Arc war eine Transgender, sie hat nämlich ihre vordefinierten Geschlechterrollen verlassen. Und diese Beispiele finden Sie überall, angefangen in der altgriechischen Mythologie, im Buddhismus, im Hinduismus, oder Sie fragen einfach Mediziner. Frau Pieders-Jena, wollen Sie noch? Frau Pieders-Jena? Hat sie recht. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ist nicht der Fall. Kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ja, 36 Ja, 10 Nein, 20 Enthaltungen, damit angenommen.